geht ab, Raphaelos Respekt, dass er wieder eingeschaltet hat! Alter, Schwede, da küsst mir doch den Zeh. Was hast du getan im Urlaub, Alter? Du bist doch... Au, mein Kopf! Wieso ist denn da überhaupt... Weil du Helium gekauft hast letztens. Ach so, ja stimmt. Ist das ein Geraffel? Da muss ich auch glatt meine Frisur wieder zurechtdrücken hier. Ich kann nicht mehr. Hey, was geht denn ab? Freunde, ich habe auf dieses Video so viel Bock wie eine Ziege auf dem Minirock. Es wird auf jeden Fall kein Spaß für mich. Ich muss nämlich erschreckenderweise heute ein Horrorspiel spielen. Kann er wieder die ganze Nacht nicht schlafen? Dann ruft er mich wieder die ganze Nacht an, dann kann ich wieder nicht pennen, dann bin ich. Wo kann ich dafür nichts? Das hat mein letztes Jahr schon aus die Nachbarkotze bei mir eingebrochen und hat meine KitKats geklaut. Ich habe euch ja in einem Video, ich weiß gar nicht mehr in welchem das war, aber ist ja auch egal, gefragt, ob ihr Videovorschläge habt, die ich mal machen soll. Und da war wirklich gefühlt 50%, also von 100 locker 20 Leute, die geschrieben haben, hey, spielen wir das Spiel Granny. Wow. Da dachte ich mir erstmal, ja cool, ne? Ein Spiel, was übersetzt Oma heißt, da muss ich wahrscheinlich irgendwie Pampelmusentörtchen backen. Ist ja geil. Aber nein, dann habe ich mich mal erkundigt und wie man auf Deutsch sagen würde, recherchiert. Und dann habe ich einfach gesehen, dass das ein fucking Horrorspiel ist. Leute, was ist los mit euch? Ich werde mich aber nicht drücken, ich werde das natürlich jetzt mit euch zusammen machen. Ich habe mir das runtergeladen, ich habe aber noch nicht wirklich gespielt, beziehungsweise da liegt man so im Bett, ich bin aufgestanden und bin direkt gestorben. Das war alles, was ich bis jetzt gemacht habe. Ich habe 5 Stunden geheult, ey. Ja, ich bin aufgewacht. Das ist schon mal toll, sowas mag ich. Aufwachen ist immer schön, da weiß man, dass man nicht tot ist. Und dann gucken wir mal einfach mal weiter. Komm hier lang gehen, ups, aber ey. Und ich war im Tunnel, das ist nicht gut. Da haben wir mal die Tür auf, ja, hoppala, wer ist denn da? Oh Gott, hallo. Ich weiß nicht, kennt ihr das Spiel Granny? Ich gehe mal davon aus, weil alle, die ich gefragt habe, haben gesagt, ach, das Spiel, lass die Finger davon, das ist total schlimm. Ich würde sagen, ich rede gar nicht länger um den zwetschigen Gatschi. Wir fangen einfach direkt an mit der Bildschirmaufnahme. Das wäre erstmal clever. 1, 2, 3, da ist das Ding schon, euch. Granny, die junge Dame, die muss sich aber mal schminken, du, ey. Das ist doch Wahnsinn, ey. Das ist doch eine Granny, die ja, ist doch alt. Aber kein Grund, dass sie dann so schlicht genau sein muss. Schau mal, wie die Krimik da mir anguckt ist. Die ist doch nicht mal. Ja, guck dir den Dummer an. Bringt mir ja selber schlechte Laune. Für die Flipspiepsen, die das tatsächlich noch nie gesehen haben, das Spiel, ganz kurz zur Erklärung. Das heißt Granny und das ist eine Oma, die dich eingesperrt hat in einem Haus und dann musst du da irgendwie ausbrechen. Und diese Oma ist nicht gerade gut gelaunt, wenn man das vorsichtig ausdrücken will. Die will dich töten. Nein doch. Und da müssen wir auf jeden Fall in dem Haus entfliehen. Aber ihr seht ja jetzt gleich alles, deswegen... Glaubt, wir müssen auf Play drücken und dann geht das Ding auch schon los. Oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Ah, ich hab's kaputt gemacht. Difficulty, Mama normal erstmal, ne? Musik, Mama. Definitiv aus, die klingt nämlich richtig scheiße. So, Darker Extra Lux, juckt mich nicht. Wir machen einfach mal Continue, nur du. Tip, be quiet, she hears everything. Keep in mind that if you drop objects in the floor, it creates sounds. Press and hold the remove button and free yourself from beer traps. Hide under the beds or in the cabinets. You have 5 days. 5 Tage muss ich das Ding jetzt drehen, oder was? Kannst du es auch auf Englisch vorlesen? Shut up, motherfucker. Das heißt einfach, du hast 5 Leben, du Larry. Also, use headphones for best experiments. Schieb deine Headphones doch in dein Nasenloch, blöde Kuh. It's loading. Hier, day one. Okay, ach so, es geht. Okay, ich bin hier aufgestanden. Also, das ist das Zimmer, wo ich aufwache und eingesperrt bin. Jetzt muss ich mal hier ein bisschen rumkicken. Aber schauen wir mal da hier. Ich glaube, man darf keine Geräusche machen. Ich habe Geräusche gemacht. Versteck dich! Ja, wo, wie verstecken, Alter? Ja, du hast doch da versteckt, oder meintest du doch gerade, Junge? Ja, ich geh mal. Was war denn das jetzt, Alter? Die ist voll aggressiv, ich will doch nur spielen! Was ist los mit der? Du hast auch ein Geräusch gemacht, was steht denn in der Anleitung? Ja, man muss be quiet sein. I have to leave this house. Ja, junge Dame, das weiß ich schon. Wenn ihr das Spiel schon mal gespielt habt und ihr habt Tipps, dann schreibt mir das in die Kommentare. Bringt mir absolut überhaupt nichts, weil ich dann das Spiel schon gespielt habe, wenn ihr seht und reingeschrieben habt in die Kommentare. Aber ist egal, mal trotzdem bitte. Also, an den Tisch bin ich gerade gestoßen. Ich habe, glaube ich, so eine blöde Vase hier runtergehauen. Das war auf jeden Fall suboptimal. Ey, ja, guck mal. Ich kann hier die Schubladen aufmachen. Das ist ja toll. Da steht irgendwas drauf. Leave this house. Bringt mich jetzt auch nicht weiter hier. Ach, schau mal, hier ist so eine Vitrine oder wie? Das ist so ein Spind. Vielleicht ist da irgendwas drin. Nee, da ist auch nichts. Ich muss mal hier einfach mal Harakiri rausgehen, oder? Ja. Ah, die ist abgeschlossen. Die Tür ist abgeschlossen. Das war ein Geräusch. Das war ein Geräusch. Geh rein. Jetzt müssen wir mal logisch denken. Ich habe vorhin habe ich ein Geräusch gemacht und die ist reingekommen. Dadurch wurde die Tür aufgeschlossen, denke ich mal. Deswegen muss ich einfach wieder ein Geräusch machen und ganz schnell verschwinden. Richtig. Zack. Und das Bett. Oh. Hey, wie perfekt. Okay, jetzt können wir warten. Ach, du wartest jetzt, bis sie reinkommt, oder was? Ja, ich habe ein Geräusch gemacht, die ist vorne reinkommen. Und dann geht die Tür nämlich wieder auf. Ja, ich bin nämlich clever. Ja, voll schlau. Oh, sie ist da. Kann die mich hier sehen? Nee, ne? Where are you?
I'm under the bed, du blöde Kuh, Alter. Leute, seht ihr, die hat da gerade eine Bärenfalle hingelegt. Ich hab's gehört. Alles klar. Da dürfen wir definitiv nicht reinlaufen. Die junge Dame hat sich schon verpieselt. Gehen wir mal. Ich bin in die Bärenfalle reingefallen. Ah, ja. Ah. Was flippst du immer so aus? So Leute, Day 3. Das war der richtige Ansatz. Wir haben ein Geräusch gemacht, die ist reingekommen und dann war die Tür offen. Ich schau mal, vielleicht ist sie ja jetzt immer noch offen. Das ist ja natürlich der Hammer. Okay, die ist echt... Oh! Oh Gott, sie kommt! Oh! Oh! Alter, war das knapp! Uiuiui! Ui, ui. Die ist ja schneller als Usain Bolt! Oh, ich schwitze wie so ein Ferkel, ich sag's euch, Leute. Okay, die ist jetzt unten. Jetzt gehe ich mal... Die Bärenfalle ist weg, oder ja? Jetzt geh ich mal hier rein. Ja, wieso muss das immer so laut sein? Ist das End? Oh, oh. Okay, das war richtig laut. Ich glaube, die hat mich gehört. Da kommt sie. Boah, mein Puls ist auf 563. Also ich muss irgendwelche Sachen hier suchen, damit ich die Tür später öffnen kann. Das Prinzip habe ich verstanden bis... Oh, ne, da ist echt ein Schlüssel. Alles easy, Leute. Oh, ne. Oh, fuck. Alter, was flippst du denn immer so auf? Boah, also ich mag ja viele Menschen, ne? Aber die kommen mir echt unsympathisch rüber. Die haut einfach auf mich rauf. Das geht doch nicht. So, die Tür ist immer noch offen. Hier, das da unten ist übrigens die Tür, wo wir raus müssen. Und die ist verriegelt. Ach, schau mal, da hinten, da leuchtet irgendwas. Das ist so ein Item, was wir holen können. Komm, wir gehen jetzt einfach mal direkt hier rechts in den Raum rein. Oh, das war voll laut. Das ist eine Melone. Eine fucking Melone. Kann ich die damit abwerfen? Hallo, Freunde. Okay, tschüss. Die Melone hat mich auch nicht weitergebracht. Also, wir gehen hier raus. Soweit waren wir schon. Komm, ich muss da schnell wieder... Ah, ach, schau mal, da ist ja die nette Dame. Ja, genau. Baller doch noch eine Falle dahin. Komm, ich geh einfach mal raus, Leute. No risk, no fun. Das ist mein Motto. Ah, oh Mann! Wieso muss der doch immer so laut sein? Jo, die ballert mich jetzt einfach in den Keller runter, oder was? Zum Abschied sag ich leise Scheiße. Holla die Waldfee, Leute. Ich bin schon komplett heiser. Aber ich habe auf jeden Fall einen Schlüssel mittlerweile gefunden. Der ist in der Schublade. Ich gehe jetzt direkt dahin, wo ich den gefunden habe. Und dann schauen wir einfach mal. Wo habe ich den Schlüssel gefunden? Ich glaube, es war in dem Raum hier, ne? Hier, ich glaube, da war's. Pass auf, Leute. Ah, ernsthaft jetzt? Der Schlüssel ist nicht da. Ah, hey, aber irgendwas anderes. Eine Zange? Leute, ich muss mir das merken. Ich tue die... Och, nee, ja, nein, das war ein Geräusch, das war ein Geräusch. Man muss leise sein, das ist gar nicht meine Stärke. Hey, was ist das denn hier? Kann ich das ausschneiden? Da, schau mal, was haben wir denn hier? Eine Karpatte. Oh Gott, ich bin am Arsch. Was will ich jetzt mit einer Autobatterie? Ernsthaft, Leute, ich will meine Zange wieder haben. Lauf einfach. Wow, 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 hat die mich gesehen? Okay, die geht gerade runter, die hat mich nicht gesehen. Okay, hier oben ist schon mal die Luft rein. Ich muss den Schlüssel finden. Aber wo kann der sein? Ich gehe jetzt nochmal hier rein, vielleicht habe ich da irgendwas... Boah, wieso ist das immer so laut? Da war eine Wassermelone vorhin drin. Geil, die Wassermelone ist auch weg. Ist auch nichts drin. Oh, schau mal, Leute, da ist ein Schrank. Das sieht doch interessant aus. Ah! Boah, war das knapp! Ja, leck mir am Zückeli, Alter! Boah, jetzt ist sie wieder hier oben auf meiner Etage, ey. Boah, die geht mir echt auf den Zeiger mittlerweile, ne? Ich renne jetzt einfach runter, Leute. Ich renne um mein Leben. Komm schon, die Zange, ich will da... Ah, da kann ich echt... Ich brauche einen Master Key. Oh, oh Gott! Wer, wieso? Wer ist so blöd und klingelt da jetzt? Oh Gott! Ich muss hier weg! Ich muss hier ganz schnell weg! Ja klar, hau ich auch noch eine Sauerstoffflasche um! Ich habe sonst nichts hier zu tun! Wieso ich... Ah, schau mal, Leute! Ich muss da rein, ich muss da rein! Ich muss da rein! Komm schon! Ja! 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 Ich bin in so einen Geheimgang reingegangen. Hm? Leute, ich habe so ein Geheimversteck gefunden. Vielleicht geht's da sogar schon raus. Leute, haben wir es geschafft? Als ob. Nee, das ist wieder die Wassermelone. Wie kommt die denn dahin? Als ob wir es jetzt geschafft haben. Jo! Was ist das denn? Kennt ihr das Gerät, Leute? Das ist vom Mittelalter. Damit hat man Leute hingerichtet. In so einem Gang. Oh nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 ich will da rein. Komm schon, lass mich bitte rein. Lass mich rein, lass mich rein. Ich muss abhauen, bitte. I need a playhouse key. Ja, abgesperrt, ist ja klar. Ja, tschüss, Alter. Da kommt sie. Die Tür war gerade abgeschlossen, das heißt, die müsste jetzt offen sein. Pass auf, ich versuche jetzt... Die ist gerade umgedreht. Ich versuche jetzt einfach, aus der Tür rauszurennen. Du kannst mich nicht... Alles klar? Nein! Ja, 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 ja. Servus, Christi und hallo. Komm, 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 komm. Ich hab ein Geheimversteck. Ich hab ein Geheimversteck gefunden. Komm, ich muss da runter. Runter. Dreh dich. Dreh dich. Mein Handy hängt wieder. Mein Handy. Nein. Dreh dich. Sie ist
direkt hinter mir. Sie ist direkt hinter mir. Wo bin ich? Komm schon. Wie gemein war das denn jetzt? Ich muss sie bücken. Rein, rein, rein. Ich glaube, hier kann ich nicht rein. Ich kann da irgendwas machen. You need a Screwdriver. Was das denn jetzt schon wieder hier? Ey, wenn die jetzt da ist, ne, ich raste aus. Ja, genau. Geht das noch ein bisschen lauter? Oh, oh Gott, da ist sie. Wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich auch nicht. Die läuft rum wie so ein lebender Waschlappen, ne? Schau mal, hier ist so ein Keller. Ha, da haben wir doch was. Oh, ich glaube, jetzt kommen wir wieder in diese Gartenhütte. Vielleicht kann ich mit dem Griff jetzt irgendwie die Hundehütte aufmachen oder so. Da haben wir wieder die Melone. Oh nein, ich habe was getroppt. Komm schon. Ja, hau halt noch was runter. Boah, das war wieder knapp, Leute. Kann ich damit irgendwas aus dem Brunnen holen? Da, schau. Ne, Leute. Leute, ich kann irgendwas da hochziehen. So weit war ich bis jetzt noch nicht. Das ist ein Hammer, glaube ich. Eine Zange. Okay, Leute, wir müssen uns merken, da hinten ist eine Zange. Okay, ich brauche hierfür einen Schlüssel. Was ist das denn jetzt hier? Da brauche ich die Zange für. Die hatte ich doch. Da weiß ich sogar, wo die ist. Die Wassermelone ist immer noch an Ort und Stelle, aber der Schlüssel ist weg. So, ein neuer Tag, ein neues Glück. So sagt man. Oh Gott, ein scheiß Glück, ehrlich. Ernsthaft jetzt? So, ey, wenn die jetzt da immer noch ist, rastig aus, komme ich rage hier direkt mal runter. Kann mir jetzt mal einen Schuh aufblasen hier. Zack. Den Mann, du! Ich raste aus! Das kann nicht sein! Die ist gerade richtig aggressiv. Ich glaube, die hat ihre Tage, Mann. Das wird auch das ganze Blut hier am Bildschirm erklären, ey. Soll mal lieber Tampons kaufen, als mir auf den Sack zu gehen. Oh, was haben wir denn da? Ich gehe mal wieder in den Keller hier. Warte, die Schublade habe ich noch nicht geöffnet. Was ist das denn hier? Hä? Keine Ahnung, wofür ich das brauche, Leute, aber ich nehme es einfach mal mit. Leute, ihr könnt übrigens gerne natürlich mir weitere Spielevorschläge in die Kommentare jetzt schreiben, also welche Spiele ich mal alles ausprobieren sollte. Und wir können jetzt mal wieder hier diese Zange abholen, dann können wir die Elektronik mal durchschneiden. Die Melone ist auch wieder am Start, was geht ab? Die Zange, die war jetzt hier, um die Ecke war die. Bitte sagt, dass die Omi jetzt nicht hier ist. Komm, jetzt schnell, schnell, schnell. Ja, sie ist noch da. Komm, verzeih dich. So, jetzt muss ich zu diesem elektronischen Kasten und mal gucken, was da passiert. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Die Stromleitung ist jetzt schon mal gekappt, dadurch, dass der Strom ausgefallen ist. Also denke ich mal, gehen die ganzen elektronischen Schlösser vielleicht nicht mehr. Jetzt kann ich mit dem Hammer die Tür einschlagen oder das Schloss kaputt machen. Zack! Okay, ich glaube, sie ist da gerade nicht. Komm schon. Ja! Oh Gott, abhauen, abhauen! Und es hat sich wieder hingegangen! Es hat sich wieder aufgegangen! Renn! Renn! Bück dich! Bück dich! Renn! Boah, ich gehe jetzt nochmal hinter zu der Zange, weil ich glaube, die brauche ich nochmal. Lauf, 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 lauf. Bei einer elektronischen Tür müssten ja eigentlich auch Kabel sein, die man zerschneiden kann. Ja, Mann, ich glaube, ich habe Glück. Nein! Ich brauche einen verdammten Schlüssel, das gibt's doch nicht. Boah, Alter, seht ihr, wie knapp das war? Alter, putz dir mal die Zähne, ey. Was hatten die für gelbe Zähne, Mann? Ne, da geht's ja noch weiter runter. Wie geil, kann man da Auto fahren? Ich habe einen neuen Raum gefunden. Das ist einfach eine Sauna hier. Erstmal eine Runde saunen hier. Mein Penis ist zu groß. Ne, ernsthaft? Komm schon, das ist mein letztes Leben, eigentlich. Nein! Ja, ja, klar, oder? Okay, tschüss. What the fuck? Die hat mich einfach geköpft. Die hat noch nicht mal tschüss gesagt. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es schon mal geschafft habt, da durchzukommen bzw. auszubrechen. Und gebt mir mal ein paar Tipps, wenn ihr Bock habt, dass ich das nochmal probiere. Oder wenn ihr einfach mal Bock habt, dass ich ein paar Let's Plays mache von den ganzen Spielen, die ihr vorschlagt, dann gibt es auch einen Daumen nach oben. Ihr könnt gerne auch andere Spiele vorschlagen. Wenn ihr das Video übrigens gerade seht, bin ich gerade auf dem Weg nach Köln. Ich fahre nämlich morgen das erste Mal in meine eigene Wohnung. Yeah. Freue mich schon so hart, wenn ich euch da ein bisschen mehr zeigen kann. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dürft ihr mich natürlich sehr gerne kostenlos abonnieren. Das ist natürlich absolut kostenlos. Wir sehen uns ja bald schon wieder im nächsten Video. Haut's rein, genießt euer Leben. Macht's besser als diese Oma, die ist echt, die kannst du in die Tonne treten. Und wir, ja. Tschüss. Ciao!